Ist hier mittlerweile mal sowas wie eine Reserve angekommen? Ach, der ist nur 5 lang. Aber ich glaube, wenn da jetzt dieser andere Zug noch ist, dann passt das doch gar nicht mehr, ne? 200, also 295 Kisten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 5 mal 80, beziehungsweise 5 mal 86. Das passt, glaube ich, auch nicht mehr so. Oh, was haben die ihre Nahrungsmittel hier leer gemacht? Oh, das ist natürlich blöd jetzt. Aber das wird sich dann, wenn hier jetzt Chemikalien hingeben, dann wird ja noch mehr produziert und dann wird hier hoffentlich, geht hier hoffentlich die Luzi ab. Könnte man hier. Achso, die Ersatzteile, die werden ja schon von oben von dem Ding genommen. Und Baustoffe hätte man dann mehr, die man hier rüberbringen kann. Man könnte hier am Ende auch noch Baustoffe hintransportieren. So, jetzt können wir erstmal die Schiffe an. Schön hintereinander, schön Piano. So muss das doch sein. Schön alle entladen. Achso, ja, hier hinten das Ölding müssen wir noch machen. Aber wir gucken jetzt erstmal hier. Achso, wir fahren jetzt bestimmt erstmal alle in die Werft. Nee, ne, die liefern direkt ab. Ach, hier ist auch noch so eine enge Stelle. So, jetzt wird ja schön produziert. Reicht noch nicht ganz, da müssen wirklich viele Schiffe angefahren kommen. Ja, der ist jetzt schon mal fertig. Und der müsste eigentlich auch gleich. Oh, wie der erstmal so langsam hier wegzieht. Der ist auch fertig. Gut. Da kommen auch schon mal die nächsten an. Da kommt kaum immer die Brücke hier, so ungefähr. Da beschleunigt der deutlich besser. Was ist ja egal am Ende hier bei der Strecke. Wie lang das hier ist. So, Achtung, jetzt kommt er an. Entladen, hoffentlich macht er viel Geld. Ja, so viel kann es eigentlich nicht sein. Die Strecke ist kurz, Zug langsam. Ja, nicht mal eine halbe Million. Ja, gut. Ja, wenn die jetzt noch Schnittholz hätten, dann würde man hier eine maximale Produktion haben. Warum ist denn das so schwach hier, das Ganze mit dem Holz? Na gut, jetzt gucken wir mal, wie mal hier. Getreide, Getreide, Getreide. Wie wir jetzt hier das mit dem Öl machen. Die Station würde das ja mitnehmen. Die Frage ist bloß, wie kriege ich das jetzt hier hin? Das Problem ist halt, dass die von hier nicht hier rumkommen. Und ich das beziehungsweise erstmal bauen müsste, die Richtung. Weil hier auch der Fluss so blöde liegt.
So, jetzt haben sie die maximale Produktion hier. Baustoffe nimmt damit 254. Ja, ich weiß nicht, ob das schon für eine zweite reicht, die hier noch mit hinfährt, dass der Zug auch noch ein bisschen mehr hat. Wir machen das jetzt mal ganz anders hier mit dem Öl. So, wir bauen hier mal geradeaus. Das hast du ja natürlich wieder so eine große Lücke dazwischen. Ach nee, Quatsch, muss ja gar nicht. So, jetzt müsste ich das eigentlich hier. Kettle ich das jetzt an? Nö, das ist eine eigenständige Strecke. So, kommt hier an irgendeinem Depot vorbei? Nö. Na gut, die kriegen einfach hier ins. Ich meine, da dürfte sowieso kein Zug groß hinfahren und sich verfahren. Das wird ja bloß die Züge, die hier hinten dann sind, betreffen. Von daher soll das passen. Dann noch. Ja, das ist die Frage jetzt. Guck mal, für eine vierfache Produktion so richtig kommen die hier aber, diese Masse, hier auch nicht an. Da hat das schon eine ausgezeichnete Bewertung. Naja, dann machen wir zur Sicherheit mal einen. Achso, der wartet auf die Weiterfahrt. Wir kleben nochmal zwei dran. Achso, oh. Nee, das war auch dumm. Obwohl. Ja, da muss man sich aber hier gegen eine komische Ankettelung wieder ausdenken. Wir machen das jetzt einfach so hier. Mit der Lücke dazwischen. Ich reiß es einmal.
alles weg hier. So. Nee, eher so und so. Und dann... So. Ach, ist das hier eine herrlich wilde Konstruktion, die hier gebaut wurde. So, dann haben wir jetzt noch einen Ölzug. Gut, hier ist es ja egal, dass die nur 100 fahren. Fahr von hier nach hier. Vollladen, das Ganze zweimal und Abfahrt. Und dann zack, das weg. Ja, komm, da geht es auch so langsam aufwärts. Geil. Und dann brauchen wir hier jetzt noch den, der die Ersatzteile da jetzt hinbringt. Oh, wir haben gleich so viele Ersatzteile hier drin. Da können wir da schön einen wegmeddeln hier. Ersatzteiltechnisch. Hat er schon eine Route? Naja, theoretisch muss der doch eigentlich wie der hier unten fahren. Der hat hinten 47 Tage Wartezeit. Gucken wir erstmal, ob das so ist. Wir lassen erstmal eine Runde fahren. Der soll Ersatzteile laden und kein Dings. Habe ich mich auch mal verdrückt gerade, sorry.